So, zurück in Thailand. Ja, heute machen wir einen kleinen Ausflug, deshalb sind wir jetzt gerade am Flughafen, aber wir fliegen nicht, sondern wir mieten uns ein Auto. Da vorne sind die ganzen Autoverleihstände. Wir haben ein Auto reserviert für 2 Tage, denn wir wollen heute zu einem Tempel fahren. Ja, und das ist ein ganz besonderer Tempel, denn bei diesem Tempel helfen die Mönche den Leuten, ihre Sucht zu überwinden. Ja, ob es jetzt Drogen sind, Alkohol oder was auch immer. Und ja, also zuerst holen wir uns das Auto und dann geht's los. Boah, ist aber echt viel los hier. Ja, der meistbesuchtesten Flughäfen der Welt. Ja, die meisten Touristen. Deshalb, da kommt ihr gar nicht durch bei diesem Strom. So, jetzt ist das frei. Ja, sogar mit Wassermelone reisen wir hier, weil wir sie nicht gegessen haben. Ja, Fung ist auch wieder mit dabei. Ja, sie wollte unbedingt die Wassermelone holen. Ja, wir hätten jetzt im Hotel lassen können, aber 2,60 Euro ist ja auch nicht so schwer hier mit diesem wunderbaren Koffer. Oben drauf essen wir sie gleich. Wir haben ja auch hoffentlich jetzt ein Auto. Das ist doch hier Drive Car Rental. Genau. Hallo, hallo. Yes. Ich war zwar schon öfters in Thailand, aber es ist das erste Mal, dass ich jetzt Auto fahre hier. Ja, Linksverkehr, bin ich mal gespannt. Ja, Motorrad ist einfacher, also ein Moped, ein Roller. So. So, richtig modern hier das Auto mit diesen Schlüsseln. Ich weiß gar nicht, wie man das bedient. Auch hier Klimaanlage. So, jetzt geht's an. Jetzt geht's die Reise los. Ja, zum ersten Mal in Thailand jetzt wird Auto gefahren. Ey, hier muss man wirklich aufpassen in der Kurve. So hoch beladen, unglaublich. Das kleine Auto. Ja, und Funk schläft schon wieder mit Mundschutz. Ja, die glaubt immer noch nicht, dass die Scheiben die Sonne nicht abhalten. Ja, ich meine, man kann da gar nicht braun werden durch die Scheibe, oder? Gerade im Auto nicht. Die sind doch UV geschützt. So, wir sind gleich da, zumindest zu einer kleinen Essenspause. Und auch sehr beeindruckend, dieser Toyota braucht nur 4 Liter Benzin auf 100 Kilometer. Ja, sie haben das hier ein bisschen anders. Wie viel Kilometer auf pro Liter? Das heißt, du musst dann ausrechnen. Teilen mal 4 sind fast 4 Liter. Das ist unglaublich. Ja, sehr anstrengend hier zu fahren in Thailand. So, wir sind jetzt in irgendeinem kleinen Thai-Dorf gelandet, denn hier gibt es anscheinend ein vietnamesisches Restaurant. Ja, die Koshi wants Vietnamese Food. Lieber als Thai. Hier soll das Restaurant sein. Vielleicht, doch. Doch, doch, ist das Restaurant. Sieht ja richtig schön aus. Wie schließt man das Auto denn ab? Es gibt nur auf, aber kein zu. Bisschen verwirrend hier. Ich check's nicht. Egal, lassen wir offen. Erstmal was essen. So, ein vietnamesisches Restaurant. Usch, usch, usch. Ja? Die haben wir direkt begrüßt von den Hunden. Ja, ein vietnamesisches Restaurant im Nirgendwo. Sehr interessant. Sovatika ab. Hallo. So, gehen wir mal rein. Hier haben sie ein paar Fische. Hallo, Sovatika ab. So, man kann sogar hier sitzen essen, ja, japanisch. So, sie haben auch keine richtigen Gläser, sondern hier so komische Schüsseln, woraus man trinkt. Und das Menü ist komplett auf Thai, aber sie hat mir einen QR-Code gegeben. Da kann man hier im Internet auf Englisch anscheinend gucken. So. Auch sehr interessant, das ist hier eine Spindel unter dem Tisch. Richtig altmodisch. Oh. Sorry. Gut. Und? Okay, holen wir das und sie sucht aus. Okay, Zug. Okay. So, vietnamesisch. Ja, du musst mir helfen. You have to help me. No, you didn't wash your hands. You go wash your hands first. I make myself. Ja, ich kann das auch selber machen hier. So, kommt hier ins Wasser. Ja, das ist Reispapier. Und dann kommt hier das Zeug drauf. Hier. Gurke und anderes Zeug. Das ist aber gar nicht so viel, was wir hier haben. Und da kommt noch eine Suppe. Ich hoffe, das ist nicht scharf hier. Die Suppe sieht aber auch gut aus. Yes, we will check it. Yes. I see you have photos of the king. Ja, sie haben den König sogar ins Haus aufgestellt. Ja, ja, ja. Ich dachte, die Thais mögen ihn nicht so, aber anscheinend doch. Oi. Sehr schön, thank you very much.
So, in 8 Minuten sind wir da und es ist auch sehr, sehr schön hier mit den Felsen umgeben und auch der Sonnenuntergang jetzt. Wirklich traumhaft. So, wir sind fast da. Da vorne ist schon hier ein riesiger Buddha, der uns willkommen heißt. Absolut beeindruckend. So, ist angekommen und werden direkt hier von den Hunden begrüßt. Ah ja, sehr schön hier, der Mönch, aber auch die Hühner, die Hühnerstatuen. Sehr interessant. So, jetzt müssen wir mal gucken, wir haben den Translator. So, hier ist jemand. Wo finden wir die Entzugsklinik? Klinik, oh, wer ist da? Hallo. Hi, Mother. Ah, speaks English. Hello. How are you doing? Good, yes. Good. We're here at the temple and we want, we're looking for the detox monks. Oh, not the right time because they want... ต้องเปิดเดือนเขาจะเปิดเดือนประมาณเดือนหน้าเนี่ย For 1 month, it's closed. Every year, 1st of April until 1st of May, they close. Oh, so we're the worst time now. They just start to close yesterday. Yes. Yeah. Oh. ตอนนี้พระปิดถ้ำกระบอกปิดหมดเลยพระเดินออกทุดงหมด Yes. So they come back in 1 month. Ah, yes. We have to come back again next time then. Yes. Yeah, next time. Remember, next time, don't come during April. Okay, only April is bad. Every other month is fine. Yes. Yeah. Oh, that's a pity. That's a shame. And your son, you live here? I born here. You born here? Born here. Oh, yeah. You've been born here. 39 years. 39 years. Oh, the same. Thank you. Okay. Thank you. Goodbye. Also wir haben richtig Pech gehabt, ja, weil jetzt die Mönche sind anscheinend für diesen Monat ausgerechnet weg. Ja, heute ist der 2. April und sie sind den ganzen April irgendwo in den Bergen und meditieren oder so. Deshalb gibt es keine Entzugskur im April, aber sonst das ganze Jahr über. Ne, aber trotzdem ist ein schöner Tempel und wir sehen ein bisschen vom Land. Ja, hier sind die Hunde auf dem Tisch. Hallo. Hey. Ah. Viele Hunde gibt es hier. Ja, unglaublich. One month. Yeah, 1 month. Aber trotzdem, wir werden ein bisschen was sehen. Aber wir werden jetzt niemanden sich übergeben sehen. Vielleicht auch gut, müsst ihr das nicht sehen. Wäre zum Beispiel sehr interessant gewesen, ja, weil die Leute kommen hier hin, ja, wenn sie Junkies sind oder Alkoholiker und bleiben dann für eine ganze Woche in diesem Camp, kostenlos natürlich, mit Unterkunft, mit Essen, ja, von den Mönchen. Und ja, wohnen dann hier zusammen, meditieren und ich würde gerne mal die Routine sehen. Ja, da kriegen sie irgendwann mal so diesen Kräuterzeugs, ja, kein Likör, also ich trinke kein Alkohol, ja, so ein Kräutergetränk und müssen sich dann übergeben. Ja, und das soll halt quasi dieses Detox sein und danach sind sie dann ja, geheilt. Sie sagen, sie behaupten, sie haben eine Erfolgsquote von 80-90%. Also sehr, sehr interessant und vor allem kostenlos hier, aber zur falschen Zeit. Wir hätten das ganze Jahr über kommen können, aber jetzt ist es falsch. Ich habe sie ja versucht zu erreichen, aber sie sind nicht, haben nicht auf E-Mails reagiert und noch nicht auf Anrufe. Deshalb sind wir einfach hingefahren und dachten, okay, ja, das wird schon. Aber ja. Aber ja. Should you always detox? No detox this month. But where is? Here. Here? Yes. Here is the detox. Here is the detox? Yes. Ja. But what's the problem? Hm? What's the problem? The monks are in the mountains. They're not here for 1 month. Ja, aber trotzdem, wir können hier uns diese wunderbaren Statuen anschauen. Das ist ja eine ganz tolle Anlage. Ja, ist schon sehr beeindruckend, dieser Tempel. Und gar nicht so bekannt. Ja, sehr schön. Und ganz da hinten, ganz oben, der goldene Mönch mit der Brille. Man sieht ihn, glaube ich, schlecht. Sehr interessant, auf jeden Fall. Sie haben hier sogar ein Boot, obwohl wir mindestens ja, fast 3 Stunden vom Meer entfernt sind. Und hier gibt es auch noch einen wunderbaren Tempel. Also es ist eine echt tolle Anlage, auch mit den Bergen hier umgeben. Hier alles vergoldet, aber wir sehen es auch, es ist zu. Ja, aber die Tauben stört das nicht, die sind oben.
und genießen auch diese wunderbare Anlage. Das ist ja auch wieder ein Mönch mit Brille. Ja, was das wohl bedeutet, ich weiß es nicht. Aber hier gibt es ja auch eine tote Taube am Tempel. Dead Pigeon. Na ja, gut, dann war es das hier wohl schon. Das heißt, die Reise geht weiter. Ja, fahrt erstmal ins Hotel. Yeah, die. Maybe there's a cat. We don't know. Oh, maybe. So, wir haben ein Hotel gefunden auf Google Maps. Nicht gebucht, aber sie scheinen was frei zu haben. So, auf Booking.com war es 500 Bar, 550 Baht, aber wenn man hier reinläuft, ist es nur 450 für ein Doppelbett. So, haben sie sogar Frühstück. Ich weiß gar nicht, ist der Breakfast um 7 to 9? You need to ask. Ja, simpel, aber es reicht. Sogar mit Kühlschrank und privatem Badezimmer und Klimaanlage für 13 Euro, das ist sehr günstig. Wenn wir jetzt nach Phuket gehen oder Krabi wird extrem teuer. Müssen wir gucken, ob wir überhaupt hingehen. So, zum Abendessen gibt es die Melone, die wir mitgeschleppt haben. Die Frau in der Rezeption war so freundlich und hat uns hier aufgeschnitten. Ja, und sie haben sogar Frühstück hier, unglaublich, für 450 Baht. Das sind ja wirklich nur 12 Euro irgendwas. Komm, jetzt genießen wir erstmal die Wassermelone. Let's eat. Ja, yeah. Not hungry? Ah. So, wir sind noch mal kurz zurück hier am Entzugstempel und jetzt sehen wir auch mal diese riesige Statue des Thai-Königs. Ja, ich glaube, ist doch der Thai-König. Ja, obwohl die Tauben zeigen keinen Respekt. Ja, aber dass sie ihn noch komplett schwarz gemacht haben, ist sehr interessant. Ja, hier. Und ich habe gesehen, gerade es gibt auch ein paar Mönche noch. Ja, wir werden mal mit den Mönchen sprechen und gucken, was sie sagen. Warum sind sie nicht mit auf der Pilgertour und meditieren in den Bergen? Vielleicht können wir auch ein bisschen was von diesem Kräuterelixier bekommen. Ich habe nämlich gestern nochmal die Doku angeguckt, ja, dazu, und da haben sie gesagt, wenn man in kleinen Mengen dieses Elixier trinkt, ist es wirklich, wie heißt das, entgiftend. Ja, es ist sehr gesund. Und wenn man halt viel trinkt, das was sie machen hier mit den Entzugsleuten, dann kotzt man das wieder aus und wird dadurch aber auch dann quasi, bekommt ein Detox vom ganzen Körper. Das ist ein Likör mit über 100 verschiedenen Kräutern, die da reinkommen. Auch hier ganz clever haben sie die ganzen Mangos in Plastikschalen eingepackt. Wahrscheinlich, wenn sie runterfallen, dass die Hunde die nicht sofort essen oder andere Tiere. Ja, man hört auch die Katze. Vielleicht hat sie die Taube gekillt. Wissen Sie, wo wir das Kräuterelixier finden? Der Robin des Goldenen Tempels wird etwa einen Monat dauern. So, im letzten Video hatte ich euch schon mal diesen Besitzer vorgestellt. Ja, genau. Dankeschön. Yes. Ja, wir haben ihn gesponsert bekommen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Google Translate tut's auch. Ja, also wenn ihr nicht unbedingt viel reist und es nicht unbedingt braucht, müsst ihr nicht diese 150 Euro dafür bezahlen. Da reicht Google Translate. So, wir sind noch mal hier bei diesen riesigen Statuen und wir sehen, es kommen auch andere Touristen trotzdem hier hin. Leider ist es hier auch eine Baustelle auf der anderen Seite, was man letztes Mal vielleicht gar nicht so gut gesehen hat. Und hinten der Mönch mit der Brille, das war eine Frau, das ist die Gründerin dieses Tempels. Ja, das war eine Frau, die sich als Mann ausgegeben hat und Mönch wurde. Und sie hat geholfen, den Leuten diesen Detox zu machen, weil früher Opium legal war und dann wurde es plötzlich illegal. Und dann mussten alle Leute diesen Detox machen, ja, weil sie abhängig waren. Ja, quasi diese Entzugskur. Und deshalb hat sie diesen Tempel gegründet. Überall Ruinen, links und rechts. Ja, wir sind jetzt schon in der Stadt, sie nennt sich Ayutthaya. Ja, die alte Hauptstadt von Siam, ja, was jetzt Thailand ist, ja, war im 18. Jahrhundert anscheinend die größte Stadt der Welt. Ja, die erste Stadt, die 1 Million Einwohner erreicht hat. Ja, das steht auch bei Wikipedia geschrieben. Vor Beijing sogar. Aber ja, in 1768 kamen die Burmesen aus Myanmar und haben alles kaputt gemacht. Ja, und dann wurde Beijing größer. Aber ja, sehr interessant deshalb. Das ist eine Handelsstadt. Es gibt sehr, sehr viel zu sehen hier in dieser Stadt. Viele Ruinen. Ja, so eine der interessantesten Städte hier von ja, Geschichte und Kultur in Thailand. Aber wir gehen jetzt erstmal zu einem Restaurant. Fung hat was ausgesucht. What are we going to eat?
Vietnamese food again? No. No? Thai food. Thai food, wow. Ja, welche Überraschung. What a surprise. Ja, wir gestern Thai essen hier irgendwie. Mal gucken, was sie da rausgesucht hat auf Google Maps. Ah. Ja? So, hier. Schöner Tempel und wir werden angerufen von Shopee. Ja, sorry, we are in Utah here. We are not in Bangkok anymore. Ja? Ah. Genau. Okay. Ja, return the parcel. Next time. Thank you. Goodbye. Ja, genau. Shopee, leider nicht verfügbar. Was hatten wir bestellt? CBD-Öl. CBD-Öl gibt es da nicht. Hat zu lange gedauert, die Lieferung. Ja, die Versender waren wohl zu high und haben sich zu viel Zeit gelassen. So, hier ist das Restaurant direkt gegenüber von diesen Ruinen. Es gibt hier extrem viele Ruinen. Die ganze Stadt ist historisch. Also, naja, aber nur die Ruinen sind halt nicht so interessant. Man müsste sich wirklich vorstellen, wie war das Leben damals? Ja gut, sie haben jetzt auch ein Museum, aber ich bin nicht sicher, ob wir ins Museum gehen wollen. Auf jeden Fall wollen wir zuerst noch was essen. Genau, Fung hat Hunger. Sie hat nämlich wieder nicht gefrühstückt. Das, sie hat wohl ein Touristenrestaurant ausgesucht hier. Und das bei einer Ruine ist. Ich hoffe, es ist nicht zu teuer. Genau, ich musste hier alles bezahlen, aber Fung bekommt mehr Spenden als ich. Das ist unglaublich, ja. Nach dem Video von vorgestern hat sie über 100 Euro an Spenden bekommen. Ja, so how to say thank you? Dankeschön. Dankeschön, yes, you remember. Ja, sie freut sich auf jeden Fall. Ich habe gefragt, was macht sie mit dem Geld? Ja, sie hat sie erst mit dem Computer gekauft, weil sie arbeiten kann und damit noch mehr Geld generieren kann. Und den Rest des Geldes will sie den Eltern schicken. Ja, finde ich sehr ehrlich. Man kauft auch ein neues Handy. Sie hat ein iPhone 6, 6S, natürlich bessere Version oder schlechtere S, ich weiß gar nicht. Ja, aber sie will das ganze Geld. Ich habe gefragt, wie viel kann man Eltern schicken? Mal die alles. Alles will sie den Eltern schicken. Das ist unglaublich. Unglaublich nett von ihr. Aber ich meinte, sie bräuchte eigentlich auch Geld, ja, für ihre eigenen Sachen, Handy und Kleidung, aber nee, will sie nicht. Gut, und das Restaurant scheint auch gar nicht zu teuer zu sein. Hier, für unter 100 Baht gibt es schon Speisen, ja, auf Thai. Das finde ich sehr, sehr gut, ja, von ihr auch. Ja, weil in Vietnam die Eltern bekommen ja auch keine Rente, ist ja nicht wie in Deutschland, ja, die bekommen nichts. Noch gehen sie arbeiten, aber sie sind auch sehr bescheiden, ihr habt das Video vielleicht gesehen aus Vietnam. Sie sind Fischer. Ja, der Vater fischt und die Mutter verkauft die Fische. Ja, also selbstständig quasi. Und das reicht auf jeden Fall zum Überleben. Aber natürlich könnten sie immer mehr gebrauchen. So, es wird serviert. Ja, das ist ein Fußballtrikot. Was ist das hier? Adidas? Arsenal. Ah ja. So, und hier gibt es was zu essen für Fung. Das hat Fung bestellt. Reis auch für Fung. Ich habe vegan. Hier. Kokosnusssuppe mit Gemüse, ja, mit Pilzen und Pumpkin, Kürbis, genau, mit Kürbis und Pilzen. Ja, bon Appetit. So, hier sieht man die gewaltige Tempelanlage. Ja, es war nicht die erste Stadt mit 1 Million Einwohnern, das war Rom und Bagdad, ja. Aber zu dieser Zeit, wo sie im 18. Jahrhundert geblüht haben, war sie angeblich die größte Stadt der Welt. Ja, das ist unglaublich. So, jetzt kann man hier sich Eintrittskarten kaufen. Ja, ich glaube, das machen sie ein bisschen komisch hier, dass für jeden einzelnen Tempel braucht man eine andere Karte. Wir sind hier beim Wat Ratcha Burana. Ja, und die Karte kostet dafür aber nur 50 Baht. Für Einheimische 10 Baht. Also Ausländer müssen 5-mal so viel bezahlen. Ja, auch wenn sie aus ärmeren Ländern kommen. Das ist hier nicht berücksichtigt worden. Zum Beispiel Vietnam. Ja, Vietnamesen in der Regel sind nicht so reich, ja, oder Myanmar oder so, aber die müssen trotzdem 5-mal so viel bezahlen. Ne? Und so ist das hier. Aber sieht man in vielen Ländern. Das ist schon beeindruckend, das ist sehr, sehr schön. Wir gehen da vielleicht gleich nochmal gucken, aber erst wollen wir zu dem Buddha-Kopf gehen, der im Baum verwachsen ist. Ja, die Burmesen haben hier alles geplündert, als sie die Stadt überfallen haben. Und der Kopf ist anscheinend zurückgeblieben und in den Baum reingewachsen. Ja, das ist verrückt. Was hier wohl passiert sein muss, kann man nur erahnen. Wat Mahathat. Genau, den wollen wir jetzt besuchen. Das ist wahrscheinlich einer der besten und schönsten Orte hier. What happened here? Ah ja, ja, der gute Smoothie, den wir mitgenommen haben. Auf dem Boden gelandet. Ja. I did for you, but you pushed. I pushed? Ja, du hast ihn mir ins Gesicht gehalten. Sie hat ihn mir ins Gesicht gehalten. Ich bin gestolpert und dann ist er runtergefallen. Ja. Du musst ja was sagen, aber ist egal. Keine Schuld, alles easy.
Hello, too. Yes, thank you very much. Ja, das ist ja trotzdem relativ günstig. Ja, das ist unter 2 Euro pro Person. Ja, das finde ich, sollte in Deutschland auch machen vielleicht. Ja, für Deutsche billiger als für Ausländer. Obwohl, ist diskriminierend. Ja, das ist schwer zu sagen. Was meint ihr dazu? Sollte man das einführen, in Deutschland billiger als für Ausländer oder nicht? Und was denkt ihr darüber, dass das in Thailand so gemacht wird? Ist das in Ordnung oder ist das diskriminierend gegenüber den Touristen? Das ist selbstverständlich Weltkulturerbe, alles UNESCO. Hier ist teilweise auch schief, denn sie hatten mehrere Erdbeben hier, die es auch zerstört haben, neben der Plünderung. Und da vorne kommen wir gleich zu diesem berühmten Baum mit dem Buddha-Kopf. Da ist der berühmte Buddha-Kopf in dem Baum verwachsen. Sehr, sehr schön. Deshalb gibt es ja so viele Leute, die sich fotografieren lassen wollen. Das ist eine der Hauptattraktionen. Sehr, sehr toll. Genau. Ja, und Angkor Wat kostet übrigens viel, viel mehr. Es kostet 37 Euro Eintritt, Dollar. 37 Dollar Eintritt. Deshalb sind wir hier noch relativ günstig bedient mit unter 2 US-Dollar. Ich glaube 1,50 Euro oder noch weniger. Ja, sie machen hier so eine selbstgemachte Doku. Ja, ich kann noch mal lesen. So, selbst das Handy erkennt den Buddha-Kopf als Gesicht an. Hier auch sehr schön. Ja, ich meine, letztes Mal haben wir ja im Video gesehen, sie sagten das größte Open-Air-Museum Thailands, aber ich glaube doch hier Ayutthaya ist viel größer, wenn man alle Anlagen zusammenrechnet. Aber gut, genau weiß ich das nicht. Auf jeden Fall finde ich es hier schöner, weil das hier ist alles echt. Beim letzten Mal, das war ja alles fake. Aber es war trotzdem sehr schön zu sehen. Und man sieht mal, da sieht man mal, dass sogar die echte Anlage, die hier mehrere hundert Jahre alt ist, günstiger ist als die Fake-Anlage in Bangkok. Ja, wo sie die Stadt quasi nachgebaut haben ein bisschen. Hier sieht man die, sogar man könnte sie jetzt anfassen, sind die alle echt und so alt? Naja, aber trotzdem, klar, jetzt Griechenland, Ägypten, Rom ist alles deutlich älter, wenn ihr das Kolosseum seht. Das sieht zwar hier super alt aus, ist aber nur ein paar hundert Jahre alt. Ne? Da ist das Kolosseum deutlich älter in Rom. Oder vor allem auch in Ägypten die Sachen. Ja? Und die sind wahrscheinlich weltweit am besten erhalten. Also wenn ihr es nicht gesehen habt, dann guckt euch die Videos an von mir im Tal der Könige. Wirklich absolut beeindruckend, besser erhalten als hier, aber fünfmal älter. Ne? Also für mich wahrscheinlich die beste archäologische Stätte der ganzen Welt in Ägypten. Ich habe hier schon fast alles gesehen. Naja gut, überall Ruinen und Chinesen. Ist das interessant? Is it interesting? Yes. Yes? Alright, gut. Ja, was meint ihr? Ist es interessant? Wollt ihr mehr von solchen Sachen sehen? Ich kann auch ins Museum gehen, wenn ihr möchtet. Ja, und euch das zeigen. Aber ich glaube, die meisten interessiert das nicht. Die wollen auch ein bisschen mehr so das Leben sehen. Weil ich finde, diese Orte sind sehr, sehr interessant, aber die sind tot. Ja, die sind nicht mehr aktuell. Das war ja früher so. Da könnt ihr euch lieber eine Doku irgendwo ansehen, bei ZDF oder Arte. Und ja, ich finde es besser, auf eine Markt zu gehen, mit den Leuten zu reden, Essen probieren und so. Aber klar, das darf auf jeden Fall nicht fehlen, das gehört dazu. Deshalb wollte ich euch das mal zeigen. Und wenn ihr nach Thailand kommt und Interesse daran habt, dann kommt ihr hin zu diesem Ort und besucht Ayutthaya. Es ist sowieso nur eine Stunde von Bangkok entfernt. Und wenn ihr nicht gerade im April hier seid, könnt ihr auch eine Stunde weiterfahren und den Kotztempel besuchen, wenn die Mönche mal da sind. Ja, das finde ich sehr schade, dass wir zur falschen Zeit gekommen sind. Aber es war trotzdem interessant. Das ist ja richtig voll hier geworden. Die ganzen Chinesen. Selbst die Polizisten beten. Interessant. Uiuiui. Ja. Hatten wir echt Glück gehabt. Wirklich. Man braucht für alles. Alle Tempel. Wo sind wir denn jetzt? Where are we? This Temple. Ah, wir haben das gesehen. Yes. Ah ja, so wir haben das gesehen. Und wir sind jetzt hier, right? This is this one. Ich stempel schon mal alle vorsorglich ab. Ja, man kann aber auch für 5,60 Euro sich für alle Tempel was holen. Jetzt haben wir halt für jeden einzelnen Tempel. Aber gut, was sind das? Das sind 1,30 Euro pro Person. Ja, also wir haben jetzt für beide Tempel 5,20 Euro bezahlt. Ja. So, jetzt gucken wir uns auch ganz kurz diesen schönen, wunderschönen Tempel an. Ja? Und das Gute ist, sie haben sogar hier Sonnenschirme zu verteilen. Das finde ich ja gut. Bei der Hitze hatten die gerade nicht. So, der Tempel, also dieser ganze Komplex ist ein bisschen kleiner, aber der Tempel ist schöner. Man sieht oben, sie haben noch die Figuren und so ist noch relativ gut erhalten. Man kann sogar die Treppen hochgehen. Ja, die Stufen sind aber ganz schön abgetreten, es gibt kein Geländer.
Where are you from? I'm from Japan. Japan? Yes. Oh, konnichiwa. Genki desu ka? Genki desu. Genki desu. Yeah, yeah. Vietnam and Germany. Vietnam and Germany. Germany, yes. Guten Tag. Oh, guten Tag. Oh. Vietnam. Yes. Vietnam. Xinchao. Xinchao. Ah, yeah. From Tokyo? Yes, yes, yes. Ah, yes. Tokyo. Very good. Which city? Düsseldorf. 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 Oh. Biggest Japan town in Europe. Okay. All right. Have a nice Thank day. You. You too. Sayonara. So, netter Japaner. Hier guckt sich auch die Tempel an. Ich sage, sie kommen aus aller Welt, aber 90% Chinesen. Aber wirklich wunderbar. Also, für den Preis kann man 7-mal Angkor Wat besuchen. Also 7-mal Ayutthaya für 1-mal Angkor Wat. Aber Angkor Wat ist an sich vielleicht ein bisschen schöner, weil es im Dschungel ist und nicht hier an so einer Straße. Ja, und das ist alles verwuchert mit den Bäumen, obwohl ich gehört habe, dass die Chinesen viel abgemacht haben. Denn die Chinesen haben jetzt alles gekauft da in Angkor Wat und kontrollieren das jetzt. Und ich rieche schon die Tauben. Aber es ist kühl. Man kann jetzt sogar reingehen, aber es ist abgeschlossen. Wie das wohl zu Lebzeiten aussah. Das stinkt hier aber echt nach Tauben. Fledermäuse. Flederbats. Ja, kann man kochen, aber nee, nee. Die machen das nicht. Man hört sich sogar. Uiuiui. Ui, ui. Denn hier. Toller Ausblick. Ach so, sehr schön. Ja, hallo, ein Deutscher. Woher kommst du? München. München, servus. Servus. Ah ja, und alleine hier unterwegs? Ja. In der Ayutthaya? Genau. Ah ja, und interessant hier die Ruinen zu sehen? Ja, eigentlich schon. Ah ja, ich auch, aber es ist ja heiß heute, unglaublich. Deshalb verteilen die auch die Sonnenschirme. Ja, und wo geht's als nächstes hin? Nach Norden, Sukhothai. Oh, Norden, das ist ja, was gibt's denn da im Norden? Ja, Sukhothai gibt's und dann Chiang Mai. Ah, Chiang Mai auf jeden Fall. Was gibt's in Sukhothai? Auch so eine, es war auch mal eine Hauptstadt von Siam. Ach so, auch so Ruinen, ja, so viel Geschichte. Und dann in Chiang Mai für Songkran wahrscheinlich. Ja. Bist du für genau. Songkran auch da? Ja. Übernächsten Samstag, ja? Jetzt nicht, das haben wir heute Mittwoch, ne? Ja, also Samstag in einer Woche. Hab mich gefreut, ja, wir müssen auch, weiter. Ja. Okay, bis dahin. Ja, servus, ciao. Viel Spaß noch. Ja. Ah, Sie hätten hier auch Bilder gehabt. Hätten wir doch mal im Fledermausgebäude da das Flashlight vom Handy angemacht. Hier, man sieht, die Thais haben sogar Ayutthaya auf dem Nummernschild. Wenn sie aus dieser Region kommen, aber auch nur. Hey, hier kommt noch ein prächtiger Elefant. Obwohl das Reiten würde ich nicht unterstützen unbedingt. Oh, hallo. Ni hao. Oi, oi, oi. Wie krass ist nicht. Touch. Ei, ei, ei. So, hier ist ein schöner Tempel und da kommt noch ein Elefant. Da sind schon prächtige Tiere, aber... Wow. Sie hat Angst. Ja, in Vietnam der neue Elefant. Yes. Nur im Zoo. Oh, nur im Zoo. Ja, es sind echt viele Elefanten. Also, was denkt ihr dazu? Früher haben sie auf den Elefanten gekämpft. Ja, da waren sie, als sie Ayutthaya eingenommen haben, kamen die Burmesen mit ihren Elefanten und haben sie attackiert. Und Legenden sagen, dass der König gegen den anderen König von Birma gekämpft hat, auf den Elefanten. Der Thai-König gewonnen. Ja, aber später kamen die Burmesen wieder und haben dann die ganze Stadt dabei erobert. Irgendwie so war das. Aber genau weiß man das nicht. So, hier sieht man die ganzen Elefanten. Ja, sie müssten echt mal abgeduscht werden bei der Hitze. Aber trotzdem, generell, man sieht ja schon die Ketten, die sind angekettet. Ja, aber denen geht es nicht gut. Das würde auf gar keinen Fall unterstützen. Oder was meint ihr dazu? Auf gar keinen Fall die Elefanten reiten. Das sollte man den Chinesen auch sagen. Dass sie das nicht, dass sie es unterlassen sollen. Die Elefanten gehören in den Wildpark. Die haben ja hier einen Nationalpark in der Nähe. Da können die Elefanten frei leben. Da haben die richtig viel Platz und so. Aber hier, da sind ja, die sind ja versklavt, die armen Tiere. Aber gut, sind trotzdem auf jeden Fall interessant zu sehen. Das sind sehr beeindruckende Tiere. Hier gibt es so einen Elefantenfilm, genau. Da wird die Geschichte nacherzählt, wo der Thai-König gegen den burmesischen König auf den Elefanten gekämpft haben. Ja, unglaublich. Und das haben die vielleicht sogar als Show sogar hier. Aber nee, so eine Show können wir uns auch nicht angucken. Obwohl es halt interessant wäre. Hier, das sieht man auch nochmal. Die Kinder gemalt zu Weihnachten. Weihnachtselefant. Ja, hier sieht man auch, der Thai-König war auch hier am Elefant.
Ja, guck dir, die werden hier schon verrückt. Die armen Tiere. Aber ich kann nicht vermeiden, beeindruckt zu sein. Das sind schon große, große Tiere. Und die afrikanischen sind ja noch größer. Muss man aufpassen, hier ist die Kamera klaut. Hier was essen. Haben wir nichts. Für 1,30 Euro kann man sich hier fotografieren lassen. Mit dem Elefant. Aber auch wieder. Absolut unmoralisch, unethisch. Ich kann die Elefanten aber auch füttern hier anscheinend. Mit Gurken. Wir brauchen Gurken. Wo kaufen wir die Gurken? Ja, da sehen die Elefanten ja glücklich aus. Ja, sonst füttern wir die auch mal. Komm, which one? Whatever. Whatever, die sind alle gleich. Hier. Genau, aber selbst das Füttern könnte man als verwerflich bezeichnen, weil da wird dieses Geschäft ja finanziert. Aber ja, die armen Elefanten haben Hunger. Die brauchen ein paar Gurken. Uiuiui. Ja, wir kriegen ganz schön viele. Wie viele Gurken können die denn essen? Aber er braucht aber auch was hier, oder? Ui, ui, ui. Noch eine. Okay, this is not for me. For the elephant. Hier. Oi. Ei, ei, ei. Richtig stark, der Elefant. Ah, die Fische kann man auch füttern hier für 25 Cent. Die Riesenechse haben die ja. Der schnappt sich gleich den Vogel. Ah, da sieht man die Fische. Man sieht sie nicht, aber die kommen. Ei, ei, ei. Wow, überall Fische. Verrückt. Wie viele Fische da wohl drin sind? Man sollte den Hunden ja mal ein bisschen was spenden, oder? Alles für die Hunde. Für Essen und Medizin für die Hunde. Tja, das muss auch. So, und hier ist es eine kleine Oase vor diesem Tempel. Sehr grün. Wir bewässern es auch hier ein bisschen. Ja, es ist doch schon langsam Zeit zum Sonnenuntergang. So, und hier ist Ayutthaya. Da müsste es ja quasi das in Myanmar das Bagan Empire gewesen sein, oder? Die sie angegriffen haben. Müssen wir mal eine Doku sehen, weil Bagan ist ja auch so ähnlich, die haben ja auch die Tempel. Ja, sehr interessant früher, wie das hier war. Da hatten sie einmal Myanmar, die Region, da hatten sie Kambodscha. Aber ich glaube, Kambodscha und Thailand waren damals zusammen als das Siam-Reich. Und Myanmar war aber getrennt als das Birmesische Reich oder das Bagan-Reich. Genau, und die haben dann gegenseitig gekämpft mit den Elefanten. Und letztendlich hat Myanmar gewonnen, obwohl heutzutage ist Thailand ja das wirtschaftlich bessere Land. Aber ja, das sind ja hunderte Jahre her. Früher war es halt anders. Da war es auch anscheinend, dass Thailand wirtschaftlich besser war, aber Myanmar hatte die bessere Armee. Und damals waren die Armeen ja wichtiger als heutzutage. Deshalb, ich finde nicht so gut, dass die Bundesregierung 100 Milliarden Euro in die Armee investiert. Das müsste eher an andere Sachen, bei anderen Sachen investiert werden, ne? Für Bildung oder für genau die Entwicklung, ne? Und nicht nur für das Militär, aber gut. Man weiß ja nie, ob man das in Zukunft brauchen wird oder nicht. Ich hoffe natürlich nicht. Ja, hier auch wieder Regenschirme. Ja, hier sind, genau. Er macht uns aufmerksam auf das Ticket, aber wir wollen kein Ticket, weil wir können ja sehr schön über den Zaun gucken. Ja, auch wenn es jetzt nur 1,30 Euro kostet, das reicht. Ja, wir brauchen jetzt nicht nochmal diese Anlage sehen. Ah ja. Ah ja, ah ja. 10 Minute Ride. 10-Minute Ride. Wir sehen hier, alle Leute sind verkleidet. Also die Frauen zumindest. Ja, vielleicht kann Funga sich auch ein Outfit holen da vorne. Ich habe gesehen, 5 Euro, 200 Baht. Und dann können wir hier bei diesem Tempel, der so ein bisschen aussieht wie Angkor Wat, Fotos machen. Leider der Turm unter Renovation. Okay, Funga sucht sich jetzt ein Kleid aus. Pink. Oder ist auch sehr schön hier. No? No? Das ist mal Wasser. Pink ist schön. Oi, oi, oi.
Was ist das denn? Sehr, sehr schön hier, das Outfit. Wunderbar. Ja, mit diesen falschen Adidas-Schuhen, aber passt nicht so gut, aber sonst sehr schön. You like it? Ei, ei, ei. Oh ja, ist doch sehr schön. Mhm. Ja. Das ist Schmuck, oh, ja, richtig schwer. Wow. Comfortable? Yes. Oh ja, ja, ist doch Fotos. Should I also wear something? So, sehr schön. Sie hat auch einen Regenschirm hier, einen Sonnenschirm. Und bei uns habe ich auch ein Outfit geholt. Ja, 150 Baht geliehen für dieses ja, Material, das billige Zeug. Mit Schwert auch. Ja, ist ja richtig, richtig, richtig gefährlich. Dieses Schwert. It's dangerous. No, it's real, it's sharp. So, nochmal 2,60 € bezahlt für beide. Gehen wir hier zu diesem Tempel. Das ist ja wirklich ein sehr schöner Tempel auch. Schade, dass der hier renoviert wird. Ansonsten wäre es wirklich toll. Deshalb machen sie hier auch Fotos. Das ist wahrscheinlich der schönste Tempel von allen hier in Ayutthaya. Wirklich gut. Okay. So, sehr schön. Die neuen Handys machen auch ganz tolle Fotos. Da braucht man gar keine Spiegelreflex mehr für. Das ist richtig, richtig schön. Ui. So, Fung hilft den Chinesen beim Foto. Xigua, Tianbu Tian. So, sehr schön jetzt beim Sonnenuntergang, die Farben. Ja, und auch hier die Outfits sind wirklich gut hier für 150 Baht haben wir noch runtergehandelt, also 8 Euro für beide Outfits. Ja, das ist aber schlechtes Material. Ich meine, bei AliExpress die Kosten wahrscheinlich kommen, ja. Aber gut, ja, gerade hier an so einem Ort und auch passend, wunderbar. Also auch der Tempel ist wirklich beeindruckend. Ja, aren't you good? They have Make-up. Ach, sie haben ihr Make-up gegeben sogar. Ah, ja, ja, aber... Okay. Ein bisschen. Lipstick. Ja, auch leider haben die ganzen Statuen keine Köpfe mehr. Das ist wirklich schade. Haben die alle kaputt gemacht. Ja. So, hier mit Sonnenuntergang vielleicht. Obwohl, wir stören hier gerade. Die Vögelchen im Tempel. Ja, aber hier kann man nicht hochgehen bei diesem Tempel. So, dann war es das hier schon langsam von Ayutthaya. So, wir sind wieder zivil gekleidet, ja, wie ihr uns kennt. Ja, Sonntaggang, dann war es das jetzt schon. Wir fahren jetzt zum Hotel. Wie gesagt, letzte Minute buchen, aber die Qual der Wahl. Es sind so viele Hotels hier verfügbar. Ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Ja, letztendlich buche ich einfach irgendwas Richtung Bangkok. Da müssen wir morgen nicht so weit fahren. Wir müssen das Auto um 2 Uhr abgeben. Und wir sind ja Langschläfer, wie heute auch. 12 Uhr ausgecheckt. Ne? Deshalb gucken wir mal, was angenehm ist. Wieder vorbildlich geparkt, alle stehen schief, nur ich stehe gerade. So, Auto ist geparkt, ist schon wieder dunkel. Wir haben ein Hotel gefunden, diesmal sind wir in einem Resort. Ja? Ein Resort für 21 Euro, bin ich mal gespannt, was sie haben. Der Grand Ballroom. Naja, so groß auch nicht, aber gut, das ist so ein kleines Möchtegern-Resort, glaube ich. Ui, so richtig, richtig fein hier. How much is it for cash? 1000 for night. 1000 per night? Yes. Okay, let me see. Online, I think it's a little cheaper. So, hier waren es jetzt online billiger, 100 Baht. Und gestern waren es bar billiger, 100 Baht. Aber es lohnt sich immer mal hingehen und fragen, wie gestern. Da kann man manchmal ein bisschen Geld sparen. Ja, hier haben sie auch Myth Earth, Thailand. Sehr interessant. Ja, so, jetzt gehen wir einchecken. Wo sind denn die Zimmer? Aber auf jeden Fall besser als gestern. Hier, das Zimmer. Sehr schön. Was meint ihr denn? Stört das, wenn ich euch die Unterkünfte zeige, so die Preise, damit ihr ein bisschen Ahnung habt oder ein bisschen was lernt, was wir so bezahlen und was man bekommt in Thailand fürs Geld? Ich meine, in Deutschland für, was waren es, 25 Dollar jetzt, also 21, 22 Euro. Für 22 Euro bekommt man nicht so ein Zimmer, ja, mit Pool und Fitnessstudio und Ausblick auf den Parkplatz. Naja, sie hätten uns schon einen besseren Ausblick geben können, aber ist okay. Und auch hier, Miss Earth. Dafür sind die wohl bekannt. Auf jeden Monat eine andere. Mai, nee, wir wollen aber April. April ist hier, diese Dame. Sieht aus wie ein Ladyboy, man weiß ja nie in Thailand. Aber nächste Woche Montag ist auch ein Feiertag. Morgen ist auch ein Feiertag. Ach, du gibt's ja gar nicht. So viele Feiertage hier in Thailand. Ja, aber Feiertag hier in Thailand, es wird trotzdem ausgeliefert, zum Beispiel Post.
Supermärkte, alle Geschäfte fast haben auf, Shopping Malls, es sind wirklich nur die Banken haben zu und Büros, sonst nichts. Also es ist nicht wie in Deutschland. Deutschland ist Sonntag, Freitag, ist immer tote Hose, ist aber auch gut so, dass die Leute geschont werden. Und hier ist gut für uns, da ist alles nämlich noch offen. Beautiful view. Okay, da kommt noch jemand mit dem Verlängerungskabel, was Funk bestellt hat. Ah, thank you very much, Kopkun Kap. The gym is closed already? Yes, it's in maintenance. Yes. Ah, it's a pity. So tomorrow also closed? Yes. Ah, okay, but the pool is open tomorrow morning? Yes. Okay. Morning. Ja, leider das Fitnessstudio. Good night. Leider ist das Fitnessstudio geschlossen. Ja. Müssen wir am Fußboden trainieren. Schade, schade. Dafür haben wir uns doch extra gebucht. Das Zimmer wegen Pool und Fitnessstudio. Hätten die auch billiger Hotels gehabt. So, ich bin zwar schon müde, aber die Arbeit ruft. Ja, um 10 Uhr abends ist noch Unterricht mit einem neuen Studenten. Er heißt Max. Seit 10 Jahren fast. Ach, schon 10 Jahre? Ich meine, du sprichst ja auch wunderbar. Wie kann ich dir überhaupt helfen? Dein Deutsch ist doch exzellent. Ja, also das Ding ist, ich würde gerne meine Einbürgerung machen. Ach so, okay. Deswegen brauche ich einen Test zu machen. Und ja, deshalb muss ich einen Test machen. Ah ja, ist ein sehr sympathischer Student. Er heißt Max und wohnt in Berlin. Er ist Brite und wohnt schon seit 10 Jahren dort, hat eine kleine Softwarefirma gegründet für Forschungszwecke, hat einen Freund, also ist anscheinend schwul, einen Freund aus Österreich und will jetzt eingebürgert werden, ja, will deutscher Staatsbürger werden, ja, weil er schon 10 Jahre dort wohnt. Und deshalb muss er jetzt die Prüfung machen. Aber er schafft sie mit Leichtigkeit. Er braucht die B1-Prüfung und er spricht sehr fließend. Also ich habe ihm direkt gesagt, er braucht keinen Unterricht mehr buchen. Aber klar, ich würde mich freuen. Ansonsten ja, würde die Prüfung mit Links bestehen. Gut, und wenn ihr auch Deutsch lernen möchtet, ja, bei mir, könnt ihr gerne buchen. iTalki, ja, oder auch als Auswandercoach. Ja. Ihr könnt gerne als Sprachunterricht verschleiert ein Auswandercoaching buchen. Ich helfe euch gerne, ja, bei Tipps und Tricks. Ja, wie verlasse ich am besten Deutschland und werde digitaler Nomade. Welche Möglichkeiten gibt es da, Tipps und Tricks und was auch immer ja, ihr an Hilfe braucht und selber vielleicht ein Feedback über die eigene Lebenssituation. Ich bin jetzt auch schon erfahrener Auswanderer und kann euch auch gerne helfen, wenn ihr Lust habt, wenn ihr es denn braucht. Gut, so, dann gehe ich erstmal duschen jetzt. Um 10:30 oder spät und Fung ist auch sehr fleißig, die ist die ganze Zeit dabei, TikTok zu posten. Also, ja, folgt uns bei TikTok. Genau, der Kanal heißt, mal sieht man das hier nicht, Mein Reisetagebuch Travel. Ja? Wait, where is the Website? Ja, Mein Reisetagebuch Travel, der Link ist in der Beschreibung, auch von Facebook, ja? Ja, it's okay, I will post the links in the description. Gut. Genau, hier sieht man es nochmal. Oh, schon 778 und der Kanal ist erst ein paar Tage alt. Genau, Funk macht das ganz toll. Ja, die Managerin. Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich wollte mal kurz in den Pool springen. Jetzt gucke ich hier. Der ist total versifft. Also, naja, ist das ein gutes Zeichen. Vielleicht ist es ja Spanien ein Chlor, weil Chlor ist ja auch nicht gut. Aber hier läuft Wasser rein, spärlich. Naja, aber gut. Ich werde mal gucken, mich zumindest in die Sonne setzen, ein bisschen Vitamin D tanken. Da war es das auch von diesem Video. Ich muss mal gucken, wer will überhaupt gegrüßt werden dieses Mal. Es gab wieder ein paar Spenden. Wir haben zum Beispiel hier den Pascal Züger. 100 Euro. Hälfte, Hälfte Funk, Hälfte ich. Das ist ja unglaublich. Vielen, vielen Dank. Ja, eine sehr, sehr großzügige Spende. Ja, selten so hoch. Jedenfalls, ja, gut, dann können wir von das Hotel bezahlen. 22 Euro. Mietwagen war übrigens auch 23 Euro pro Tag. Gut, dann auch nochmal danke für die Spende. Andreas aus Wien, haben uns sehr gefreut. Keanu grüßt seine Freundin Mia. Miki grüßt seine Freundin Winnie. David grüßt seine Freundin Denia. Und Andrea grüßt seinen Geliebten Marc Friedrich. Gut, dann war es das von diesem Video. Die Sonne ist langsam weg. Dann machen wir uns das fertig, bringen das Auto zurück und dann geht's nach Hua Hin. Ja, da werden wir die nächsten paar Tage bleiben. Aber für Songkran werden wir in Phuket sein. Also wenn irgendjemand von euch in Hua Hin ist, schreibt mir am besten bei Instagram oder auch in Phuket für den Songkran. Genau, und ansonsten am Sonntag 10:30 morgens Livestream aus Hua Hin. Also seid mit dabei und guckt an, was hier in Thailand los ist. Exklusiv nur für euch. Also, alles, alles Gute.
vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und sag bis zum nächsten Video. I get ahead of this thing, I say there's a soul.